erste Schrecken, der durch die Nacht flattert. Das ist Etienne Gardet, aka Batman. Halb Mensch, halb Fledermaus, halb Detektiv, halb brutaler Schläger, halb wahnsinnig, halb kriminell. Und zu 50% auf der Suche nach Opernmusik. Genau. Wir suchen den Killer. Und es sind noch eine Menge andere Missionen offen, wie Feuerwehrmänner und so, die lassen wir, aber wir suchen weiter Opernmusik. Da ist wieder ein Riddler-Rätsel. Ach, wir haben übrigens eben noch aus dem Filmstudio ein kleines Riddler-Statuettchen mitgenommen. Und das war aber ein kleineres Rätsel. Und das große haben wir liegen lassen. War einfach zu schwer. Ja, es wäre auf jeden Fall... Die sind ja alle mehr oder weniger lösbar, aber die dauern halt, bis man sie geschnallt hat. Das ist natürlich eine fricklige Sache. Irgendwo jetzt einen kleinen Ort zu finden auf der riesigen Map, wo man diese Musik hört. Aber es hat ja bisher auch geklappt eigentlich. Ich hab's gesehen. Das GCPD war ein verfluchtes Kriegsgebiet. Wie ich denn jetzt? Guck mal, was der Chat sagt. Wir können auch nachher noch eine kurze Nightwing-Mission machen. Wir werden auch noch mal kurz auf die Uniformen oder die Klamotten von Batman, die man sich hier ja angucken kann, zu sprechen kommen. Und die zeigen. Benutzt du manchmal diesen Line Walker, also dass du im Flug selten den Seil spannst? Das Coolste ist eigentlich, wenn du ihn, also ich benutze ihn schon gerne, aber man braucht ihn halt selten. Aber wenn du während des Fluges einfach dann so eine Line spannen kannst irgendwo, das ist schon sehr angenehm für mich. Kann sich halt schön über dem Gegner immer postieren. Bin ich zu hoch? Muss man in einer gewissen Höhe sein, um die Opernmusik zu hören? Nö, das ist einfach im Umkreis von 20 Metern oder so, hört man einfach diese Musik. Hast du ja eben, so wie eben. Diese Milizentypen scheißen sich in die Hosen, aber ihr neuer Boss lässt sie nicht gehen. Ah, hier, Leute schreiben auch, teilen sich gerade unterschiedlich gegenseitig mit, bei wie viel Prozent sie sind. Und es gibt echt ein paar Leute, die bei 99% sind, weil es einen Luftschiff-Bug gibt, wo man, glaube ich, dann eine der Riddler-Rätsel nicht lösen kann. Die soll noch mal in den Chat schreiben, wo wir die vorletzte Statue. Ja, wenn jemand weiß, wo man die vorletzte Leiche findet, das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Die Geräusche sind übrigens, finde ich, also, weiß nicht, irgendwie dieses Flattern und auch andere Sachen neben der Synchro und so, finde ich herausragend eigentlich. Ich weiß gerade nicht, ob man das wirklich erwähnen muss, weil es eigentlich Sound ist ja auch nicht immer so wichtig. Aber jetzt gerade, wenn ich das wieder höre, ist schon geil. Also es ist jetzt nicht irgendwie Battlefield 4, wo einfach, oder Titanfall, wo 30 GB Sound dabei sind, sondern, aber es ist gut genug. Das sind die richtigen Geräusche. Ich finde, du hast vollkommen recht. Ich finde überhaupt, die Atmosphäre in dem Spiel ist ja eigentlich... Ich meine, so rein spielerisch ist das alles schon sehr repetitiv, wenn man ehrlich ist. Also, leider ja. Aber es macht einfach Bock. Die Atmosphäre ist halt echt einfach super gelungen. Und ich hoffe, dass das nächste Batman eben normales Gotham hat. Mit Tag-Nacht-Wechsel. Ja, vor allem echt. Das ist so eine Shithole. Wen rettet er hier eigentlich? Ja. Da sind nur Gangster. Genau. Es regnet die ganze Zeit. Es ist immer dunkel und scheiß. Und der Mond ist 40% vergrößert als überall sonst. Ja, also es ist auch nachts so hell, dass es sich im Schlafzimmer nervt und so. Wer wirklich in Gotham leben will, werde ich bis zum Ende nicht verstehen. Ein paar Architekten verstehe ich, weil die halt hier ein bisschen was Geiles sehen. Aber dieses Ding ist 1000-mal moderner als alles, was die Spezialeinheiten haben. Man kann sich auch fragen, warum überhaupt Kriminelle Bock auf Gotham haben. Ja. Das ist ja eigentlich das größte aller Rätsel. Du hast alle anderen Städte der USA zur Verfügung und du nimmst Gotham. Oder Metropolis. Metropolis-Leute, also, Metropolis-Gangster sind eigentlich die allerdümmsten. Ja, aber da ist halt Superman, auf den hat halt keiner Bock. Bei Batman denkt ja auch jeder will sich auch mit Batman messen. Ja. Weil sie halt immer denken so, ach komm, den kriege ich noch. Ja, weil er halt eben keine Superkräfte hat. Genau, weil sie genau wissen, theoretisch ein Lucky Shot. Tja, ich höre nichts. Keine Opernmusik, kein Azrael. Oh, unterhalb von Stacks Luftschiff. Da könnte die Leiche sein. Das ist interessant. Schau mal, wo die in der Luft sind. Und flieg da mal hin. Wo sind die denn? Ich sehe die gar nicht. Zur Not mal Map. Aber ich sehe die auch gerade nicht. Ich bin gerade sehr weit weg. Mal Select.
Da soll die Kirche aus dem Weg gehen. Und jetzt L zum Hoch, genau. Und da irgendwo. Da, links. Ganz oben links. Wo? Da. Da, da ist mal hin. Ne? Vielleicht kann ich einen Waypoint setzen oder ja, so? Ja, mit Y. Schlitzt seit Wochen dieselben Rationen. Hör auf, an deinen Magen zu denken. Wir haben einen Job vor uns. Letzte Nacht habe ich geträumt, du wärst ein Steak. Oh, jetzt sagen Leute, die hätten wir schon gemacht. Ja, was denn jetzt? Na, ja, flieg da mal hin. Das ist okay. Shit. Ich habe als Kind auch dabei zugesehen, wie meine Eltern getötet wurden. Ich bin trotzdem nicht so selbstgerecht geworden. Zweite Theorie ist, dass wir auf diese Brücke müssen, die abgeschnitten ist, also die, die hochgefahren wurde. Aber die werden ja irgendwann im Spiel, werden die ja alle wieder runtergefahren. Ich weiß gerade nicht genau, welche er meint. Es gab keine Jobs. Ich hatte ihn mit meinem Mut beeindruckt. Warum kauft Batman nicht alle Gangster? Also Bruce Wayne, warum kauft er nicht alle Gangster und gibt ihnen so Fake-Aufgaben und lässt sie so Fake-Banken ausrauben? Einfach, er beschäftigt sie einfach. Ich wette, das würde funktionieren. Ja. Das ist die beste, ich wäre der beste Batman, ohne kämpfen. Nur chillen. Ja, aber über dich würde es auf jeden Fall keine Filme geben. Das ist wahr. Ich würde eine Batman, über den keiner redet. Keine interessanten... Boring Batman. Boring Batman. Ja gut, ich habe mein Geld genommen, die Gadgets verkauft. Ey, das ist voll lieb. Irgendjemand hat mir via Twitter die Fundorte geschickt. Ach nee, doch, ich habe sogar mein Handy hier. Ich wollte gerade sagen, aber ich habe doch hier meinen Twitter-Account gar nicht. Ich guck gleich mal. Danke schon mal im Vorfeld. Ja, das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, welche die davon wir schon haben. Ja, es ist knifflig. Aber es gibt übrigens, das kann ich kurz mal ein bisschen Werbung machen für andere Leute und nicht für uns. Diese ganzen Diskussionen finde ich irgendwie toll. Man fragt sich nämlich wirklich, was, wie würden die Leute reagieren, wenn sie plötzlich wüssten, wer Batman ist. Ja? Und es ist irgendwie ganz gut gelöst. Es ist halt viel Verwirrung. Ach, jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Aber das war ja auch. Du wolltest toll. Für irgendjemand Werbung machen. Ja, doch, stimmt. Es gibt für die Riddler-Rätsel so eine YouTube. Oh Mann, das kann ich jetzt leider halt nicht verlinken. Aber es gibt so einen Typen, der hat alle Riddler-Rätsel gelöst. Und das Schöne ist aber, er hat die in ein YouTube-Video gepackt und hat am Anfang, hast du so eine interaktive Auswahlmöglichkeit. Mhm. Also du siehst diese Riddler-Map und kannst quasi sagen, den will ich sehen. Und dann springt er zu dem Video und dann siehst du irgendwie 1:30 das Rätsel gelöst. Und dann kannst du direkt wieder im Hauptmenü dir das nächste aussuchen. Für Leute, die diese Riddler-Rätsel lösen wollen, kann ich das sehr empfehlen. Aber dauert immer noch. Weißt du aber leider auch nicht, wie das. Ganz schön prätentiös, wenn du mich... Hör ich das auch, wenn ich im Auto bin? Müsste ich doch eigentlich, oder? Da kann ich einfach mal gucken, wohin mich die Pfeile führen. Achte mal auf... Nee, die führt dich jetzt zu deinem selbstgewählten Checkpoint. Wie mach ich aber den wieder weg? Fahr doch mal ruhig hier so in die Ecken und guck mal, ob da vielleicht was ist, ja? Ja, ich war jetzt eigentlich schon... Ich glaube, wir hatten den schon gemacht. Das ist vielleicht ein Kritikpunkt, dass alles ein bisschen gleich aussieht. Ja. Ich fand es am Anfang nicht so. Mittlerweile kann ich die Kritik daran aber echt gut verstehen. Weil, aber es ist eine Stadt bei Nacht mit vielen... Es sieht schon unterschiedlich aus, aber man erkennt es kaum, finde ich. Es ist irgendwie alles gleich, aber Städte sehen ja auch irgendwie gleich aus, findest du nicht? Ja, klar, aber es ist halt immer noch ein Videospiel. Also ich meine, man kann schon... Ja, willst du eine Eisstadt haben? Oder? Das hatten sie ja schon bei Arkham City. Ich weiß, diese thematischen. Es muss ja eigentlich auch wie aus einem Guss aussehen. Aber vielleicht ist es wirklich der fehlende... Tag- und Nachtwechsel und so ein Kram. Irgendwie ist es für mich echt, ja, der fehlende Tag- und Nachtwechsel, den man merkt ihn kaum, aber es fehlt. So, ja, da hat mir jemand die beiden Listen geschickt. Hier, das müssen die sein. Eine von den beiden. Da was steht da? Wie heißt die Zone? Ich kann es mal kurz... Ja, warte, zeig mal hier. Die Zone was? Ist Miyagani Island und ich versuche euch mal das zu zeigen, sodass ihr das... Ist nicht scharf, aber man kann es erkennen, oder? Ja. Wo ist denn Miyagami Island? Das ist so. Ach, wir sind schon auf Miyagami Island. Okay. Oh, das heißt also, der eine ist genau bei dieser Brücke. Jetzt hier in der Nähe sein. Also ihr habt, glaube ich, schon recht. Es könnte diese Brücke sein, hier links. Die. Das ist nämlich die, die ganz am Ende runtergelassen wird. Das ist die einzige, die hochgefahren wurde, glaube ich, am Anfang. Okay. Turbo Boost. Achtung, Musik. Ah ja, da lässt sich sehr gut hören. Hörst du Opernmusik, Robin?
gehen wir noch ein bisschen wieder zurück. Zurück? Na, ich... Schon gehört, das Aufklärungsteam ist auf ein Versteck von diesem Rätsel. Es ist halt sau. Ich meine, du würdest es nicht hören, selbst wenn es jetzt hier wäre, glaube ich. Weil einfach das Auto auch zu laut ist. Gut, gucken wir mal. Vielleicht habe ich den ja auch schon. Ach ja, Leute, ich hab Klumpi habe ich nicht mehr. Ich dachte, ihr wisst es alle. Aber ich habe das ja irgendwo auch mal gesagt, Klumpi ist tot. Klumpi ging nicht mehr. Klumpi musste zerstören. Klumpi ist von uns gegangen. Ja. Ich würd Klumpi gerne nochmal irgendwie aufhängen, beerdigen, irgendwas machen für Bonjour, aber ich habe noch nichts überlegt. Klumpi existiert noch, aber es ist aus dem Verkehr genommen. Es ist eine Rente. Ich habe zum Glück von Asus ein Zenfone geschickt bekommen. Das finde ich sehr nett von denen. Ah, guck, da hängt einer, da waren wir schon. Okay, dann nimm den anderen hier noch. Der ist im Norden, ne? Direkt über der Schrift von Miyagani Island. Sie meint den hier. Super, okay, den haben wir schon. Kriegen wir alles hin. Also hier irgendwo. Über der Schrift. Oh. Hier. Und dann sind wir die vom Aussterben bedrohte Spezies. Die feiern gerade Klumpi. Wenn dieses Handy wüsste, oder wenn auch nur Samsung wüsste, wie dieses Handy gefeiert wird. Ich finde es faszinierend. Was hast du denn jetzt eigentlich für eins? Wie gesagt, ein ganz normales Asus Zenfone. Ich glaube, das einzige coole an dem Ding... Hast du gekauft, oder? Nee, es hat mir Jochen von Asus hat mir das tatsächlich geschenkt, ja, muss man echt so sagen. Ist aber die günstige Fassung, ist also das günstigste Zenfone, glaube ich. Wer ist Jochen von Asus? Jochen Langenbach. Ach so. Also, okay. Um für euch zu erkennen, alter Kollege aus der Games-Branche, der aber mittlerweile bei Asus arbeitet. Das bestimmt. Und da PR macht. Und damit hat sich diese PR-Arbeit jetzt auch gelohnt für ihn. Ja. Ich habe es erwähnt. Also Android. Sehr gut. Ist Android, ja. Das ist doch super. Nee, das Tolle ist, dass das Ding irgendwie, glaube ich, 4 GB RAM hat oder so. Also auf jeden Fall so, dass du, wenn du Simon Kretschmer bist und immer 20.000 Tabs auf hast, keine Probleme kriegst mit Slowdowns. Ja, das fand ich sehr wichtig. Dafür ist die Kamera mittelgut. So. Hier müsste das ja dann sein. Oh, weil Leute immer noch fragen. Diese Pokémon-Nummer von Ede, die findet ihr auf YouTube. Wir haben die zu lange aufgenommen. Auf dem Let's Play-Channel. Genau, findet ihr auf Rocket Beans Let's Play. Falls ihr die letzten 30 Minuten noch sehen wollt. Lohnt sich sicher. Wird noch ein krasser Kampf, habe ich gehört. Mhm. Aber bitte erst nach 12. So, jetzt bin ich, guck mal, jetzt bin ich hier, wo die Karte das zeigt. Alter, die haben ja... Der hat ja noch mehrere geschickt. Der hat mir ja alle geschickt. Ach so, ja, okay. Ja, gut, aber wir wussten ja auch nicht welche. Also. Ja, das ist jetzt das Problem, weil also jetzt die alle abklappern, das schaffen wir nicht in der Zeit mehr. Ja gut, ich weiß nicht. Da, den hast du jetzt auch, ja? Der war ich höre hier zumindest nichts, ne? Ja, shit. Ja, wir haben noch... Soll ich dir nochmal die andere zeigen? Wir können ja nochmal gucken. Hier ist noch die andere Island, Founders Island. Drei. Kann man das nicht irgendwie sich angucken? Du welche man eine hat? Abkürzung haben, das geht aber nicht. Nee, aber welche man schon hatte oder so? Nee, leider auch nicht. Die verschwinden in dem Moment, wenn man sie erledigt. Ist doch nicht. Ja, so ein bisschen, wir überlegen gerade, ob es sich lohnt, ob es sich nicht lohnt. Wir wollen ja eigentlich schon den Killer aufhalten. Du kannst auch zu Bleak Island, vielleicht ist das näher? Hier oben ist noch eine zerstörte Brücke. Oh, das könnte sein. Da war ich, glaube ich, ganz oben rechts. Ja, da. Fahr doch mal mit dem Auto hin. Mit dem Auto geht doch schnell. Ja, warum will ich eigentlich nicht? Doch, doch, aber das ist, ich bin echt am Arsch der Welt. Aber... Das hat sich auch nicht in einen Panzer verwandelt. Ach, du machst das schon. Also, wir versuchen es nochmal. Vielleicht haben wir ja Glück. Ja, das alte Ding, wir können leider nicht überziehen, Leute. Wir haben halt einen festen Sendeplan, der ist einprogrammiert und der lässt sich halt nicht so einfach ändern. Das ist jedes Mal leider wieder dasselbe Problem. Wenn wir bis 1 machen würden... Würde alles andere sich verschieben. Plus, wir können es irgendwann vielleicht mal machen, aber dazu brauchen wir halt Leute, die ja auch um nach 12 noch wegkommen, mit den Bussen in ihre entfernten Wohnungen, damit sie überhaupt wohnen können, weil da ist es günstig, da wo man weit weg ist. Also es ist sehr schwierig für die Leute hier, die hier arbeiten. Aber ja, wir das darf man immer nicht vergessen, genau. Dass hier auch nicht nur wir zwei sitzen, sondern auch noch ein Team hinter der Kamera arbeitet.
Die wollen auch mal Feierabend haben. Ja, also bitte nicht sauer sein. Aber wir machen es irgendwann mal und dann steht es aber auch im Sendeplan und dann machen wir das auch. Und dann ist quasi das Programm drumherum auch so gestrickt. Ne, hier fing ja alles an, das war die erste. Das rechts war die erste. Mann. Okay. Glaubst du dann, die zweite hier ist auch nicht, oder? League Island, da waren wir so oft. Dann muss es doch das dritte sein. Dann muss es einfach dieses Ding hier sein. Founders Island. Eine von diesen dreien. Okay, dann machen wir das jetzt. Das machen wir jetzt noch. Wir haben noch 13 Minuten. Das schaffen wir nicht. Doch, doch, da müssen wir wohl noch mal Batman zocken. Founders Island, ganz richtig. Ich hätte voll Bock, tatsächlich sowas wie 100% Run zu machen. Aber ich habe Angst, dass es dann am Ende nur noch bei diesen Riddler-Dingern hängen bleibt. Aber ich will auch das Ende sehen. Schwierig. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die das Batmobil ein bisschen gepatcht haben. Ich habe nicht mehr ganz so schlimme Probleme. Ja, das hattest du mir am Anfang gesagt, dass die wohl da einen Patch gemacht haben. Ich habe das so gar nicht gemerkt. Also es gibt Gerüchte. Also es ist auf jeden Fall, gestern habe ich einen Patch runtergeladen. Ich weiß nicht, wann der genau rauskam. Nur weil ich ihn gestern runtergeladen habe, heißt es natürlich nicht, dass er auch gestern rauskam. Aber auf jeden Fall ist der jetzt, sage ich mal, maximal eine Woche her. Und ich könnte mir vorstellen, dass die das wirklich geändert haben. Weil es war wirklich vorher ein bisschen grenzwertig. Ja, es war so. Ja, es war halt nicht ganz steuerbar. Gerade wenn man X gedrückt hat, hatte ich das Gefühl, ist er mega ausgebrochen. Ja. Manchmal hat er sich voll hart gesteuert, dann plötzlich wieder ganz weich. Ja. Da gab es ja auch wieder auch viel Rage, finde ich schön, wenn sie dann auch richtig reagieren und dann was ändern. Das war bei Witcher auch so. Da waren auch direkt am Anfang eine Menge Kritik zu bestimmten Punkten, die waren nach 2 Wochen einfach weg. Ja, auf der einen Seite doof, auf der anderen Seite auch cool. Ja, aber ey, immerhin. Also ich meine, Bloodborne war es auch so, dass mit den Ladezeiten und mit dem ersten Patch, gut, das hat ein bisschen gedauert. Das ist, glaube ich, das. Ach so, ich bin schon da. Du bist da. Da müsste ich da nicht jetzt schon was hören? Ja. Ach, du würdest was hören, ja, denke ich auch. Ich glaube, das gut, jetzt haben wir noch. Okay, wir haben noch 2, die sind zum Glück auch in der Nähe. Ganz im Westen unter diesem Kreiselding. Der Kreisel, genau. Und dann, das müsste hier irgendwo da sein. Ein bisschen, ja, doch, genau. Ja? Ja, lass mal hier probieren. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Also, wir wollen das jetzt einfach mal machen. Wie steht ihr zu den DLCs? Ist ein bisschen schwierig, weil ich weiß überhaupt nicht, was da kommt. Ich weiß auch von noch nichts. Also, da ich eben keine PS4-Version habe oder Xbox, kann ich auch nicht sagen, was da schon gibt. Und wir keine. Ich bin noch nicht, glaube ich, da. Achso, oder? Okay, du bist noch nicht da. Ach, hier den Turm, den haben wir auch noch nicht gemacht. Wird mir da auch keine Distanz. Ach so, 200 Meter noch. Ich wünschte, Jokers Funland wäre noch in Betrieb. Keine Schlangen am Riesenrad. Nee. Das ist auch echt fies. Nee, den müssen wir auch schon haben. Bruce Wayne hat uns die ganze Zeit verbunden. Ärgerlich. Okay, wollen wir noch den allerletzten probieren da oben? Ich glaube, wenn das jetzt auch nicht ist, dann war es das. Das war wo? Oh, der hat die sogar nummeriert. 3, 4. Der hat die nummeriert? Aber das kann doch nein, das kann doch nicht sein. Die sind doch nicht. Doch, die sind chronologisch. Die sind, oder? Der hängt sind die doch, die? Hängt der die nacheinander auf? Das weiß ich jetzt auch nicht. Das also auf jeden Fall ist hier weiter oben ist schon mal zeig die 3. Mal dann, die kannst du dir nochmal angucken. Ich suche die 6 währenddessen. So, Nummer 3, da oben. 2 Tanker und dann rechts davon hoch. Hier diese 2 Runden. Okay, ich schaue mal, wo die 6 ist, aber das ist, ach, wenn wir es nicht schaffen, ist ja auch wurscht. Haben wir was fürs nächste Mal. Ja, das sind die Fragen, die wir uns ja auch stellen, oder, als Fan. Wo kriegt er den Kram her, wer baut es? Ey, aber hier bei Miyagani Island, da waren wir doch. Das ist der 6. Den haben wir uns doch angeguckt schon. Gar nix.
glaube, dass das jetzt schon die sind, die ein bisschen besser versteckt sind, wo man wahrscheinlich sehr genau wissen muss, wo man suchen muss. Nö. Würde ich jetzt auch sagen, haben wir schon. Ja, und wo ist jetzt auf der Map der 6? Also ich raff das hier wirklich nicht. Ja, wie gesagt, der 6. ist da. Also der mit der Nummer 6 ist da, wo wir vorhin schon gesucht haben. Überhalb von Miyagani Island. Also direkt über der Schrift. Ja. Und da waren wir auch schon. Ist doch egal. Muss ja auch nicht. Wir schaffen es nicht. Da, ich höre sie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich schwören könnte, ich habe gerade was gehört. Nee. Ja, das ist nur ja, vom Kampf. Orchestermusik. Ja, ich dachte, es wäre irgendwo noch drunter. Ach, Mann. Straßen für uns allein. Ist das nicht geil? Ja, auch Jefferson. Da kannst du auf jeden Fall, wenn er keine Dashcam hat, kannst du den verklagen. Once I was Batman, but then I got a car to the knee. Oh, super, wie du den Zunder gibst. Jawoll. Spätestens jetzt kannst du eigentlich... Da musst du L andrücken. Ja, das verpasse ich auch mal. Spätestens jetzt würde ich umziehen. Wundervoll. Ja, tja. Hast du gut gemacht. Ich nehme dir jetzt mal ab, weil jetzt gucken wir uns nochmal die Skins an. Ich bin echt ein bisschen jetzt gerade enttäuscht. Dass wir es nicht geschafft haben. Ja, das ist so ein bisschen, nee, ist nicht schlimm, aber ich wollte es so gern jetzt noch machen. Also hätten wir jetzt zum Beispiel die anderen Missionen ausprobiert, wo man sieht, wo sie sind, dann hätten wir die auch geschafft, all diesen anderen Kram, ja. Aber das sind eben diese beiden hier, da muss man immer was finden. Abrisskampagne könnte man irgendwann machen. Naja, vielleicht machen wir irgendwann weiter. Mal gucken. Ist auf jeden Fall noch was übrig. Die Milizkräfte haben einen Wachturm am City Vision. Ja, aber ich höre jetzt trotzdem auf. So, ich wollte noch mal kurz die Skins zeigen, damit die Leute, die das sehen wollten, das auch noch mal haben. Am City Vision? Wie bitte? Der hat City Vision gesagt. City Vision? Ja, bitte. Egal. Guck mal, da kannst du mit dem alten Kostüm kämpfen. Ja, kann ich irgendwie komischer. Da muss ich mich aber bei Warner Brothers Play anmelden. Und das mache ich aus Prinzip nicht. Ach, das darfst du ja gar nicht sehen. Ist aber lustig. Boah. Geil, hä? Hammer. Hast geil. Okay, das ist cool. Ey, das ist, ich sag nicht, in welchem Kontext das kommt, aber es ist auf jeden Fall ein großer Flash. Die Hände da auf den Felgen, das ist super. Das ist super. Aber das wollte ich gar nicht zeigen. Ich wollte ja die Batmans zeigen. Die kannst du auch alle spielen, oder wie? Ja, das frage ich mich auch. Irgendwie, die kann man hier auswählen. Ach, dann habe ich den auch. Ist der wirklich auch. Ach, da musst du wahrscheinlich in deinen Bat Tower gehen, den anziehen, kann das sein? Ja, vielleicht reicht auch schon, wenn ich. Ach so, dass du einfach aktiv machst, ja, genau. Ja, krass. Dann will ich hier den Nightwing auch mal austauschen. Gegen das New 52. Ey, das ist auch so strange. Es gibt ja 52, ist diese Reihe. Diese Playboy 52 ja, aus Reinickendorf. Aus Reinickendorf, ja, der produziert die. Und jetzt gibt es aber schon eine neue 52. Also die kommen echt langsam nicht mehr klar mit ihren Serien. Was heißt denn 52? Das ist einfach so eine Marke, das heißt dann so. Ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Das ist quasi in den Comics, die ich gerade lese, was das New 52-Universum ist, hat er den Anzug. Aber es gibt eben auch schon ein New 52 so. Vielleicht ist sogar das Flashpoint-Ding hier, ich weiß es nicht. Nee, das ist irgendwas anderes, gell? So rough und irgendwie urban. Das sieht ganz geil aus. Roten Augen. Ich weiß auch gar nicht, das sieht aus wie so sein Nachtanzug oder so, aber er ist ja immer bei Nacht. Und ja, der hat eine Knarre. Was? Das ist wahrscheinlich aber nur so ein Elektroschocker vielleicht. Ja. Flashpoint, falls es eine Comicreihe ist, kenne ich überhaupt nicht. Wahrscheinlich, ich nehme an, wie der Vater so der Sohn ist, wahrscheinlich der Sohn von Batman als Batman, oder? Könnte sein. In der Zukunft. Son of Batman. Son of Batman. Son Man. Ja. Das ist, um mal nochmal diese ganze Robin-Nummer, das ist also wie gesagt jetzt der aktuelle, der letzte Robin, eben der Dick Grayson, der auch von diesen Flying Graysons ist, diese Akrobatiktruppe. Und das ist halt der neueste Robin. Und der ist eigentlich, der ist auch cool, das ist kein Assi, also Tim Drake, der ist zwar auch, hat auch seinen Kopf so, aber der ist nicht wie der Erste oder so, der ihn ständig irgendwie fordert und nervt und irgendwie, warum machst du das nicht, warum nicht das? Mhm.
Ja, ich hatte es versprochen. Ich finde es ein bisschen spannend, aber jetzt auch nicht so spektakulär. Oh, was haben wir hier noch? Hier sind noch ein paar Gegner oder Mitarbeiter. Kann man sich alle angucken. Hier, den zum Beispiel, der war ja ganz lustig. Diakon Blackfire. Ja. Weißt du, in Gotham haben sogar die Prediger-Tattoos. Einfach cooler. Und Dreads. Irgendwann sehen die bei uns auch so aus. Der versucht mit den Dreads doch nur die beginnende Glatze zu verbergen. Ja, das ist... warte, ich habe noch was. Was ist das? Moment. Familie. Wohlhabende Bürger. So sehen die aus. Falls ihr sowas noch nicht gesehen habt, Leute. Wohlhabende Bürger sehen so aus. Das sind die oberen... Ey, das ist doch... Ach, nee, sieht ich dachte, das aus ist Bruce wie... Wayne. Genau, das wie die Waynes. Das ist echt ganz... Er sieht aus wie Ben Affleck in der Mitte. Nur ein bisschen. Tja. Oh, einmal noch kurz Firefly. Den hast du heute uns erarbeitet. Gebracht. Genau. Garfield heißt der. Krass. Ja, der ist voll verbrannt überall. Selbst schuld. Play with fire. Tolles Ding. Ja. Jetzt sind wir, glaube ich, am Ende. Ich glaube, wir müssen Schluss machen. Wir sind schon bei 23 Minuten 58. Vielen Dank an euch, dass ihr so lange dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht können wir es ja nochmal machen. Wärst du nochmal dabei? Klar, auf jeden Fall. Vorhanden? Oder wir spielen deinen Spielstand. Geht ja auch. Ja, gut, ich wäre noch relativ am Anfang, aber wir können auf jeden Fall noch... Kann man ein bisschen Story abhaken. Ja, das stimmt. Falls da Interesse gibt, kann man das machen. Ansonsten können wir auf jeden Fall bei deinem noch die restliche Mission machen und ihn auf 100% bringen. Nee, aber nicht... Okay, wir können, bis wir die Riddler-Sachen angehen. Die könnten so nervig werden. Wer könnte denn da Bock drauf haben bei uns im Team auf so Riddler-Sachen? Idee. Gregor vielleicht? Gregor oder Alvin sehe ich bei sowas. Ich sehe da Alvin. Wir müssen Alvin bei der Batman-Ära packen, weil er so ein Fan ist. Ja. Dann kriegen wir es vielleicht. Willst du dich etwa von Riddler besiegen lassen, Alvin? Also, Alvin. Habe ich aber mehr erwartet. Ja. Was würde das New 52-Universum dazu sagen? Was würde Son of Batman sagen? Son of Batman. Möchtest du nicht auch Son of Batman sein? Ja, so was wie die Fortsetzung zu Son of Rambo. Ja. Son of Boatman. Ja, wir müssen jetzt aufhören. Es wird auch nicht besser. Nee. Wir haben jetzt Wochenende, haben uns gut verdient. Vielen Dank, dass du vorbeikommen bist. Hat Spaß Scheiß, gemacht. War echt cool. Hab ich total, ich bin so müde, ey. Ja, habe ich nicht mit gerechnet. Gruß an den Chat, grüßt euch selbst nochmal alle und dann sehen wir uns morgen wieder. Oh, es gibt übrigens gibt ganz tolle Sachen diese Woche, am Wochenende. Hey. Es gibt eine Beansbox-Sendung, die wird anders als alle anderen Sendungen. Wer bisher schon mal eine Beansbox-Sendung gesehen hat, sollte jetzt auf jeden Fall nochmal einschalten, denn das wird richtig anders. Ganz und anders. Und es gibt am Sonntag das große Beef-Finale. Das auch noch. Oh mein und Gott. Game Plus hey. Auch noch. Und Game Plus. Ist viel vor. Ja. Und ich glaube, noch viele andere Sachen auch. Das wissen wir aber nicht, weil wir keine Ahnung haben vom Sender. Jan Tenner zum Jan Beispiel. Jan Tenner, natürlich. Ihr Wahnsinnigen. Bald kommt Folge 20. Ich freue mich schon drauf. Nächste Woche nehme ich Folge 20 auf. Endlich, das Totenschiff. Leute, viel Spaß noch und wir hören jetzt auf. Tschüss, schönes Wochenende.